Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, in Gottes Wort gibt es immer mehr und mehr zu befolgen, immer mehr zu erkennen. Doch du musst es lesen. Du musst bereit sein, den Heiligen Geist zu empfangen und ihn zu deinem Lehrer und Mentor machen. Wenn wir Gottes Denken nur wie Kinder aufnehmen könnten, welche wunderbare Dinge würden wir erkennen, würden wir in unserem Leben geschehen sehen. Nun, ich selbst kann dir nur sagen, dass ich mehr und mehr von diesen Wundern in meinem Leben habe, mehr und mehr Erkenntnis und ja, wirklich unmögliche Dinge geschehen und ich umso öfter auf die Knie gehe und sage, Herr, das kann nur durch dich geschehen sein, denn die Welt hat dafür keine Erklärung. Ob es Heilungen sind, ob es ja nun unmögliche Dinge sind, wo die Welt gesagt hätte, das muss scheitern. Doch wenn wir Gott vertrauen, ist nichts unmöglich. Wendest du die ganze Bibel auf dein Leben an? Nun, ich habe entschieden, das so zu tun, denn es ist so großartig. Es ist so großartig und davon möchte ich dir Zeugnis geben und dich inspirieren, Gottes Geist noch mehr in dein Leben zu lassen und ja auch dein Leben auf der Bibel begründet sein zu lassen. Kümmere dich nicht um die, die nur einen Teil gelten lassen. Nimm du selbst für dich alles an Verheißungen an, die Gott für dich bereithält. Wenn du solch einen Durst bekommst, dass dich nichts als nur Gott selbst befriedigen kann, wird es dir königlich ergehen. Das ist ein Zeugnis, welches ich dir aus meinem Leben geben kann. Gottes Kinder lassen immer nur die Wahrheit, die Wirklichkeit gelten. Wenn das Kind Gottes erst einmal den süßen Duft der Gegenwart Gottes selbst wahrnimmt, will es die verborgenen Schätze Gottes in den Händen halten. Nun in seinem Leben haben. Es wird immer von jener gesegneten Wahrheit zehren, die das Leben mit Herrlichkeit erfüllt. In Gott gibt es nichts, was nicht wunderbar wird. Alles Gute kommt aber aus schweren Zeiten, denn dort ist geistiges Wachstum. Je schwerer deine Situation ist, desto mehr Segen kann daraus entstehen, wenn du dich an Gottes Plan hältst und ihm vertraust. Nun, wenn ich Gottes Plan in seiner ganzen Fülle schon eher gekannt hätte, hätte ich mir so einige Tränen erspart. Gott ist überreich, voller Liebe und Barmherzigkeit und wer ihm vertraut, dem mangelt es an nichts. Nun, ich bete jeden Tag, dass Gott mich die Realität erkennen lässt, damit ich ihm noch mehr vertraue und noch höher aufsteigen kann. Und so bete ich für alle Menschen, für die Menschheit selbst, dass sie Gottes Plan erkennen mögen, dass sie sich wieder auf sein Wort stellen, dass die ganze Gemeinde, der ganze Leib auf seinem Wort steht und die Kraft Gottes in diese Welt bringt. Nun, welch ein Beispiel für Glauben haben wir in der Geschichte von der Heilung des Gelähmten, die in Markus 2 erzählt wird. Als die vier Freunde des kranken Mannes das Haus fanden, wo Jesus sich aufhielt, war es so voll, dass man nicht hineinkommen konnte. Nun, sie fragten sich, was machen wir jetzt? Aber es gibt immer einen Weg. Kennst du, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg? Ich habe noch nie erlebt, dass der Glaube keinen Erfolg hätte. Nun, nicht ein einziges Mal. Möge der Heilige Geist uns alle neu den Glauben an Gottes uneingeschränkte Macht geben. Amen. Mögen wir lebendigen Glauben haben, der wagt, ihm zu vertrauen und zu sagen, Herr, ich glaube mit jeder Faser meines Seins. Nun, für diese Männer war kein Platz, nicht einmal draußen vor der Tür. Lies einmal selbst in Markus 2. Doch diese Männer sagten, gehen wir aufs Dach. Ungläubige würden sagen, nun, das ist doch dumm, lächerlich, närrisch, wir müssen wieder gehen. Aber Männer des Glaubens sagen, wir müssen unserem Freund Hilfe holen, koste es, was es wolle.
Im Dach können wir leicht ein Loch machen. Gehen wir hoch und lassen ihn hindurch. Nun, verstehst du, welches Leben dir hier präsentiert wird, wenn du nicht aufhörst zu glauben, wenn du bereit bist, Wege zu gehen, auf denen andere schon längst abgebrochen hätten, wird Gott Wunder über Wunder und Herrlichkeit über Herrlichkeit in dein Leben bringen. Wenn du bereit bist zu glauben, was Gott dir sagt und nicht, was die Welt dir an Beispielen gibt. Herr, nimm uns heute und lass uns durchgehen, ja durchbrechen. Lass uns direkt in die Arme Jesu fallen. Es ist so eine wunderbare Stelle, hineinzufallen aus unserer Selbstgerechtigkeit heraus, aus unserer Befangenheit heraus, aus unserem Unglauben heraus in die Arme Jesus. Jesus, dein mächtiger Name steht über allem in dieser Welt. Du hast den Sieg. Und so hast du den Sieg auch in allen Bereichen meines Lebens. Nun hat er den Sieg auch in deinem Leben. Körper, Geist und Seele, sind sie alle schon übergeben, alle Lebensbereiche an unseren Herrn. Nun, manche Menschen sind seit Jahren an einem merkwürdigen Ort des Todseins. Da ist kein Leben. Aber Gott kann sie wachrütteln. Denn Gott sei Dank, einige Formen sind gebrochen. Und es ist eine gesegnete Sache, wenn die alte Form kaputt geht. Denn Gott hat eine neue Form. Gott erneuert alles und macht eine neue Schöpfung aus dir. Wenn das Alte abgefallen ist, wenn du bereit bist, loszulassen, wenn du nicht mehr festhältst an dem, was die Welt dir sagt, wenn du bereit bist zu erkennen, dass die Bibel jeden Tag noch mehr Herrlichkeit und Heiligkeit in dein Leben bringt, in deinen Körper, in deine Seele, in deinen Geist. Durch seine Berührungen kann Gott das Unvollkommene vollkommen machen, doch wir haben die Wahl, denn den freien Willen tastet er nicht an. Es ist unsere Hingabe, die ihn machen lässt, was für uns selbst unmöglich ist. Nun lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesu rühre mich an. Lass den Heiligen Geist in meinem Leben immer mehr und mehr zur Geltung kommen, denn ich will in deiner Führung sein, Vater. Ich will von dir lernen und ich will, dass das Alte zerbrochen ist, damit du es neu aufbauen kannst. Ich möchte diese neue Schöpfung sein in Christus Jesus. Ich möchte Licht in dieser Welt sein, in einer Welt, die bedürftig ist. Der mächtige Name Jesu soll in meinem Leben vollbringen, wozu Jesu Blut vergossen wurde. Im Namen Jesus. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos. Und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.